Gerhard Maschkowski ist 94 Jahre alt. Er ist ein Auschwitz-Überlebender und er ist einer der letzten lebenden Zeitzeugen. Heute Vormittag ist er bei uns zu Gast. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Ja, danke. Herr Maschkowski, darf ich Sie fragen, wie es Ihnen persönlich geht? Gesundheitlich? Ja, man hat seine Schmerzen. Ja. Mein Rücken ist unheilbar. Ja. Man versucht alles, aber Oberscharführer Rackes hat mich fast totgeschlagen. Das ist eine Spätfolge dessen, was Ihnen vor mehr als 75 Jahren passiert ist? Immer mein ganzes Leben lang nie mehr richtig geheilt. Sie leben eigentlich seit langer Zeit in den USA, in San Diego. Jetzt sind Sie in Deutschland, in Baden-Württemberg, in Bad Boll zur Kur. Ich glaube, einmal im Jahr kommen Sie nach Deutschland. Zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr? No, no. Alle zwei Jahre bekomme ich eine Kur. Gut, also jetzt sind Sie in diesem Jahr nach Deutschland gekommen. Und was sehr bemerkenswert ist, das haben Sie mir auch vorhin gesagt, Sie haben ganz viele Einladungen bekommen, Sie haben ganz viele Veranstaltungen gemacht. Viele Menschen wollten hören, was Sie zu erzählen haben. Stimmt das so? Ja. Antje hat das, Antje Nuttbaum. Eine Kollegin von uns, mit denen Sie befreundet sind. Ich habe das noch nie erlebt. Ah. Und so viele Menschen im Ganzen. Ich glaube, ich habe für 1000 Menschen geredet. Ja, und dann kamen auch sehr viele Schüler, die Selfies mit Ihnen machen wollten. Ja, und die waren alle so herzlich. Aha. Ist ja auch ein Zeichen großer Wertschätzung für Sie, für Ihre Person. Ja. Wenn ich habe Bilder aufgenommen, um meinen Leuten das zu zeigen, meinen Kindern vor allen Dingen. Das tut Ihnen gut? Ja. So eine Aufnahme? Ja. Und so viel Anteilnahme? Einfach... ich habe gar keine Worte dafür. Okay. Sie sind auch jemand, der sich bewusst dafür entschieden hat, zu reden und nachfolgenden Generationen zu erzählen, was damals passiert ist. Sie kennen sicher auch sehr viele Menschen, die Auschwitz beispielsweise auch überlebt haben, die dazu nicht in der Lage waren, die immer geschwiegen haben oder schweigen mussten. Nicht mussten, die geschwiegen haben, weil sie nicht sprechen wollten. Und das in meiner Ansicht ist falsch. Sie haben das von Anfang an so gemacht? Entladen. Ah. Ich habe immer darüber gesprochen. Von Anfang an. Wir haben in Miami gewohnt und dann hat man sich unterhalten und das Ende war immer wieder: weißt du noch, kannst du dich erinnern. Okay. Und meine Kinder haben natürlich in der Ecke gesessen und zugehört. Man muss dazu sagen, Sie haben kurz nach dem Krieg, kurz nach der Befreiung, Ihre Frau in Deutschland dann kennengelernt, die ihrerseits auch ein Konzentrationslager überlebt hat, sind mit dieser Frau in die USA gekommen, haben dort ihre neue berufliche Existenz aufgebaut, auch drei Kinder zusammen bekommen. Und die Kinder wussten auch von Anfang an Bescheid? Von Anfang an, die wussten, manchmal haben sie, zuerst haben sie mich gefragt, was ist denn das hier? Aha. Was für eine Nummer ist das? Telefonnummer. Aber das haben die nicht geglaubt. Also auf dem linken Unterarm eintätowiert die Auschwitz-Nummer. 117028. Das sieht man heute noch. Ja, ein bisschen schwach, aber es ist immer noch da. Gerhard Maschkowski ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Also der Mann, der Auschwitz überlebt hat, dann in die USA gegangen ist, seit vielen, vielen Jahren in San Diego inzwischen lebt und alle zwei Jahre zurückkommt nach Deutschland. Zum einen zur Kur und zum anderen, um auch an Schulen beispielsweise zu erzählen, was damals während des Nationalsozialismus mit den Juden passiert ist. Darf ich Sie fragen, Herr Maschkowski, haben Sie manchmal noch Albträume nachts? In den letzten paar Jahren kaum. Ja, davor? Davor, ja. Das Schlimmste war, man hat meinen Freund aufgehängt. Vor uns. Das ist tatsächlich passiert? Das ist heute noch. Das nimmt Sie, wie ich sehe, immer noch schrecklich mit. Ja. Also man muss vielleicht dazu sagen, also
dieser Freund von Ihnen in Auschwitz, der versucht hat zu fliehen. Zu fliehen. Diese Flucht ist misslungen und dann hat man ihn vor den Augen der anderen, also auch vor ihren Augen, gehängt. Ja, ja. Und man hat uns in die erste Reihe gestellt. Ich meine, aufgehängt wurden Leute 2, 3, 4 Mal in der Woche. Mhm. Aber die habe ich ja nicht gekannt. So die erste 2 Mal, was wir das gesehen haben, haben sie ein bisschen mitgenommen. Mhm. Aber dann ist man so abgehärtet. Das heißt, das war auch so ein Überlebensreflex, dass man bestimmte Dinge gar nicht so an sich rankommen ließ, ja, weil man ja selber gucken musste, wo man bleibt. Ja. Und dass einem selber nicht dasselbe Schicksal widerfährt. Ausrücken war für mich überhaupt gar keine Frage, weil ich habe nicht polnisch gesprochen, ich habe eine Nummer auf dem Arm, keine Haare auf dem Kopf. Und die Polen waren überhaupt nicht judenfreundlich. Und die Deutschen hätten mich der SS übergeben. So. Und hätten sie erschossen. Habe ich keine Wahl gehabt. Bruna war ein Außenlager von Auschwitz, ja, und von Birkenau, also dem Ort der Vergasung, 3 oder 4 Kilometer, ja, entfernt. Ungefähr. Es hat geheißen Monowitz 3. Mhm. Auschwitz war Auschwitz 1. Birkenau war 2 und dann Monowitz war 3. Mhm. Und da sind noch viele andere Lager gewesen. Aber ich war in Monowitz. Ich habe Glück gehabt. Ja. Und Sie wussten auch immer, was in Auschwitz passiert, was in Birkenau passiert. Sie haben die Öfen gesehen und die, ja, Schornsteine. Nachdem wir in Monowitz 3 waren und in der Quarantäne waren, da haben uns die Grüne sind Verbrecher, die man als Vorgesetzte für uns eingesetzt hat. Und das waren nicht nur Verbrecher, das waren Mörder. Aha. Der Lagerälteste hat sich gerühmt, dass er war ein Bankräuber. Aha. Und er hat 6 Mann umgelegt. Okay. Und dann hat er dazu gesagt, ja, was meinst du, was wir mit euch machen? Also die grünen Kapos, die Verbrecher, haben ihnen gesagt, wenn ihr euch falsch verhaltet, dann landet ihr auch in Auschwitz. Ja, und die konnten machen mit uns, was sie wollten, im Lager. Mhm. Der SS hat sich darum nicht gekümmert. Wenn wir rausgemarschiert sind, dann war die SS da. Ja, aber nicht im Lager. SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der in seiner Jugend als junger Erwachsener Schreckliches erlebt hat, der 2 Jahre insgesamt in Auschwitz war, der auch den Todesmarsch von Auschwitz im Winter 1945 überlebt hat. Gerhard Maschkowski, heute 94 Jahre alt, mal wieder zu Besuch in Deutschland, weil normalerweise lebt er in den USA. Die Geschichte ihrer Familie ist so, dass es eine jüdische Mittelschichtsfamilie war. Ja. Der Vater war blind und sie dachten eigentlich als Familie, als die Nazis dann an die Macht kamen, ein verdienter Soldat des Ersten Weltkriegs, ja, mit dieser Kriegsverletzung und dieser Kriegsbehinderung, das ist ein gewisser Schutz. Mein Vater haben die nicht am 9. November oder 10. November verhaftet. Aha. Weil 1938. Da haben sie sich doch ein bisschen geschämt, aha, einen kriegsverletzten, blinden Mann. Wir waren ja in einem kleinen Ort, da waren 75.000 Einwohner, aber da haben sie sich doch, glaube ich, ein bisschen geschämt. Aber den blinden Hund, den haben sie ihm dann irgendwann weggenommen. Oh, ja, sicher. Ja. Juden durften doch keine Tiere haben. Mhm. Das heißt, keine Vögel, nichts. Dann im Jahr 1939 mussten sie von zu Hause weg, waren dann in den verschiedensten Lagern, ja, untergebracht, bis sie dann 1943 nach Auschwitz deportiert, ja, worden sind. Na, Auschwitz war Death Camp, ein Totenlager, ja, weil alle 3 Stunden sind 1000 Mann angekommen. Herr Maschkowski, als Sie dann in diesem Jahr 1943 in Berlin mit anderen Juden zusammen in einen Viehwaggon gesteckt wurden und man gesagt hat, es geht zur Arbeit in den Osten,
Wussten Sie, ahnten Sie, fühlten Sie, spürten Sie, was da passieren wird? No. Nicht? Wir haben uns gesagt, man hat uns gesagt, ich war doch in einem Lager, zieht euch an wie Arbeiter. Aber was passiert, was uns blüht, das haben wir nicht gewusst. Als Sie dann in Auschwitz angekommen sind, an dieser schrecklichen Rampe, an dieser Rampe hat die Selektion stattgefunden. Ja. Da hat dann ein SS-Mann oder ein SS-Arzt entweder nach links gezeigt oder nach rechts. Ja. Was ist mit denen passiert, die nach links gehen mussten? Ins Garage. Man hat nur irgendwie geahnt, dass Frauen und Kinder und alte Männer, ja, über 35, nach links. Aha. Leute wie Sie, junge Männer, nach rechts? Ja. Ja, weil auf uns hat man gewartet. Sie waren dann in einem Außenlager von Auschwitz, ja, als Arbeiter eingesetzt, ja, für die IG Farben. Was haben Sie da gemacht? Man bekommt ja immer die schlechtesten Jobs, wenn man irgendwo anfängt. Ja. Das erste Kommando war Kommando 3 oder 4, war Zement. Die Lebensdauer in diesem Kommando war 2 Tage. Okay. Und dann bin ich auf ein besseres Kommando, das heißt Kabel tragen. Und natürlich waren Leute schon da, die länger im Lager waren und Posten hatten und so weiter. Und irgendwie bin ich in ein Elektrikerkommando gekommen. Ich habe dann bei Siemens im Kraftwerk gearbeitet. Erstens mal im Haus. Also wir waren nicht draußen. Ob es geregnet oder geschneit hat, hat keine Rolle gespielt. Wir waren drin. Okay, immer noch in der Nähe von Auschwitz, immer noch ganz in der Nähe dieser Öfen und dieser Schornsteine, die Sie gesehen haben. Die Schornsteine konnte man sehen. Und die Dinger waren ja hoch. Und schön geraucht haben sie auch. Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Gerhard Maschkowski, heute 94 Jahre alt, ein Mann, der Auschwitz, der den Nationalsozialismus überlebt hat. In dieser Zeit in Auschwitz, beziehungsweise korrekt formuliert, in diesem Nebenlager von Auschwitz, ein Zeitraum von fast 2 Jahren, würden Sie sagen, Sie hatten da permanent Todesangst oder gibt es auch eine Routine des, ja, Grauens? Ja, der Tag war immer dasselbe. Morgens um 5 raus, sogenanntes Frühstück, auf den Appellplatz gezählt, ja, und dann wieder gezählt auf Kommandos und dann ausmarschiert zur Arbeit. Und die Arbeit, darüber haben wir gesprochen. Wie sahen dann die Abende aus? Wenn wir einmarschiert sind und den Galgen gesehen haben oder mehrere, dann haben wir uns, da haben wir genau gewusst, jetzt ist der Abend wieder lange, aha, bis wir Essen bekommen haben, kann sein. Kommt darauf an, wie viele da aufgehängt wurden, aha, weil die haben immer das Urteil verlesen, also das hat Stunden gedauert. Und Sie und andere Insassen wurden dann gezwungen zuzuschauen, wie Kameraden von Ihnen aufgehängt wurden? Und wie? Okay. Keiner durfte weggucken. Aha. Die sind die Grünen. Also die Kapos, die Verbrecherkapos. Ja, die sind da rumgegangen. Ja. In der Peitsche. Wenn man ein solches Leben führt, hat man dann auch Angst davor, dass die körperliche Fitness irgendwann nicht mehr da ist, dass man krank wird und dann als Kranker möglicherweise auch im Gas landet? Ja. Ich habe immer Glück gehabt. Ich habe Freunde gehabt im Krankenbau. Der hat meine Nummer nicht aufgeschrieben. Aha. So war ich nicht im Krankenbau. Also diese Nummer, die SS Ihnen auf den Unterarm tätowiert hat. Wir haben keine Namen gehabt. Die Nummer war das, drauf gehört hat. Wir haben uns daran gewöhnt. Wenn die Nummer gerufen wurde, musste man sich melden. Sie haben auch vorhin gesagt, sehr eindringlich und eindrücklich am Beispiel des Freundes, der versucht hat zu fliehen, was misslungen ist und der dann gehängt wurde vor, ja, ihren Augen, dass sie nie in Erwägung gezogen haben zu fliehen, auch deshalb nicht, weil man eigentlich wusste, man hat keine Chance. Ich weiß nur
von einem, der, dem es gelungen ist, auszubrechen. Aha. Und zwar hat, das war ein Pole, der in Auschwitz gewohnt hat. Und der hat natürlich Hilfe gehabt von außen. Der ist über den Zaun mit Decken. Ja. Die haben Decken rübergeschmissen. Und natürlich war er dann isoliert von dem elektrischen Zaun. Ja. Der, das ist der einzige, wo ich weiß, dass es dem gelungen ist, nicht, der wurde nie mehr gefunden. Ja. Alle anderen, die haben sie irgendwie immer wieder gefunden. Und die Polen waren nicht judenfreundlich. Haben Sie denn, Herr Maschkowski, in diesen grauenvollen 2 Jahren ab und an Momente erlebt, wo Sie eben auch im Rückblick sagen würden, da ging es mir gut, da gab es eine Form von Entspannung, da hat man möglicherweise sogar mal lachen können? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, klar. Der Todesmarsch von Auschwitz im Winter 1945. Also, Gerhard Maschkowski, Ihre Situation damals war die, Sie waren, wenn ich richtig zurückrechne, 19 Jahre alt. Sie hatten 2 Jahre Auschwitz oder fast 2 Jahre Auschwitz schon hinter sich. Ja. Die Rote Armee rückte näher, die SS wollte das Lager räumen. Der eine Teil der Insassen blieb zurück, andere hat man auf diesen Marsch geschickt. Und dazu gehörten Sie. Ja, das war, wir hätten uns, wir waren 3 Jungs zusammen, wir hätten uns unter den Baracken verstecken können. Aber wir waren körperlich noch ganz gut beisammen. Wir haben uns gedacht, na, wie weit können die uns schon treiben? Dann ist alles vorbei. Die Russen kommen ja, marschieren wir. Okay, Richtung war ein Westen. Fehler. Richtung Westen. Ja, Richtung Westen. Und das hat dann richtig lange gedauert, viele Tage und dreieinhalb viele Nächte. Dreieinhalb Monate. Was hatten Sie denn als Ausrüstung dabei? Welche Kleidung hatten Sie denn? Auf Jiddisch sagt man Schmattes. Was heißt das? Lumpen. Lumpen. Die gestreifte Kleidung, weil das war ja dünn. Aha. Löcher mit Stoff. Aha. Welche Schuhe? Das ist eine Geschichte, die mir das Leben gerettet hat. Das waren richtige, gute, feste Lederschuhe, die groß genug waren, um von einem Zementsack das Papier reinzutun, weil das war besser wie wollene Strümpfe. Okay. Die waren wirklich warm. Und da sind die Füße nicht abgestorben? No. Dieser eiskalte Winter, Minusgrade, Tag und Nacht war man in diesen Lumpen unterwegs. Haben Sie auch viele gesehen, die schlapp gemacht haben, die nicht mehr konnten? Wer gefallen ist oder aus der Reihe gegangen ist, wir waren noch in 5er-Reihe, die wurden erschossen. Von der SS? Von der SS, ja. 2 Schüsse. Okay. Immer 2. Ah. Ein Kopf und ein Herz. Ah. Und wir haben die ausgezogen. Es hört sich an sehr brutal. Brutal, ja. Aber die haben ja nicht mehr gelebt. Ja. Die Hauptsache, wir waren warm, kann man nicht sagen. Aber es hat irgendwie doch geschützt. Also die Toten haben ein Stück weit ihr Überleben garantiert und gesichert? Wenn ich darüber nachdenke, ist kaum vorstellbar. Dass wir so abgebrüht waren und die Toten ausgezogen haben. Aber wenn man überleben will, hatte man möglicherweise keine andere Wahl? Ich glaube, wir haben gar nicht so gedacht. Mhm. Wir haben nur gedacht, wir müssen es haben. Ja. Wir haben noch von einer Minute zur anderen gelebt. Wir wussten ja nicht, was die mit uns vorhaben. SWR1 Leute, heute Vormittag mit Gerhard Maschkowski, der im Jahr 1945 diesen fürchterlichen Todesmarsch von Auschwitz überlebt hat. Nochmal, eine Eiseskälte, insgesamt mehr als 3 Monate unterwegs, bewacht von einer SS, die diejenigen, die nicht mehr konnten, erschossen haben. Als sie dann, ich glaube, nach 800 Kilometer am Ziel waren, wogen Sie noch wie viel? 35 Kilogramm? Ja,
das habe ich nur erfahren vom, ich war dann ja im Krankenhaus in Breslau. Mhm. Und die haben einen Zettel ausgeschrieben. Und da habe ich erfahren, was mein Zustand war. Ja. Aber das war ja erst viel später. Ja. Waren Sie, wenn Sie sich an diese letzten Tage dieses Marsches erinnern, waren Sie dann schon auf dem Weg zu sterben? Haben Sie die Hoffnung aufgegeben gehabt? Nein. Das nicht? Das habe ich nie gemacht. Mhm. Ich war einmal erfroren, das ist der beste Tod, den man sich wünschen kann. Hört sich komisch an. Unterwegs? Unterwegs, ja. Es war ja so kalt. Man sagt, das war der kälteste Winter in Polen 1945. Also es war kalt. Ja. Und geschneit hat. Warum sind Sie da nicht gestorben? Was war der Grund? Wir waren doch drei zusammen. Ja. Die haben mich aufgehoben und mir einen Tritt gegeben. Lauf, geh! Ja. Wenn Sie liegen geblieben wären, wären Sie gestorben? Ach, das war wunderbar. Hm. Ich habe mich, es war ganz, man ist ganz relaxed, vollkommen, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe doch nicht mehr gehen brauchen, keine Schmerzen. Und alles hat wunderbar ausgesehen. Warum muss ich denn das noch mitmachen? Als Sie dann überlebt haben, in diesem Krankenhaus in Breslau, dann hat man Sie auch wieder ein Stück weit aufgepäppelt, dass Sie wieder zu Kräften gekommen sind. In dem letzten Lager war an für sich ein Todeslager. Da gab es kein Essen, kein Wasser, nichts, nicht sterben. Ja. Und das waren alles Ungarn und Rumänen, die haben überhaupt kein Deutsch verstanden und auch kein Jiddisch. So, wir waren die Deutschen. Die Deutschen sind an allem schuld. Ah, so. Gott. Ich schwierig. War, und wir waren zwei Deutsche. Der andere ist leider Gottes gestorben am Morgen von der Befreiung. Und ich habe gesehen, in der Nacht sind die Lichter ausgegangen vom Zaun, ja? Mhm. Und die SS, die Wache, sind alle abgehauen. Man hat gesehen, dass wir selbst weggegangen sind. Als dann alles vorbei war, als Sie überlebt haben, als klar war, der Nationalsozialismus ist zusammengebrochen, Hitler hat sich umgebracht, war das für Sie ein Gefühl großer Erleichterung? Ich war ja vollkommen fertig in Breslau im Krankenhaus. Ja. Ich bin da reingekommen, weiß ich nicht wie. Ich weiß auch nicht, wie lange ich im Krankenhaus war, bis ich aufgewacht bin. Und der Arzt hat neben mir gestanden und hat gesagt, das kann ich mich erinnern, du lebst? Mhm. Und alles war weiß um mich herum. Das war ein sehr komisches Gefühl. Alles in weiß. Ein weißes Laken habe ich nicht gesehen seit 1939. Der Weg nach der Katastrophe, auch Ihr eigener biografischer Weg nach dem, was Sie alles erlebt haben, Gerhard Maschkowski als Auschwitz-Überlebender und heute als einer der letzten auch lebenden Zeitzeugen. Sie haben nach vielen Jahren Ihre Eltern wieder getroffen, die, um das nochmal zu sagen, in Theresienstadt waren. Ja. Sie waren ja dann in Auschwitz. Nach diesen vielen Jahren die Eltern wieder zu treffen, was war das für ein Gefühl? Meine Mutter hat mich überhaupt nicht erkannt. Hm. Ich war 14 Jahre. Ob ich einen Stimmbruch gehabt habe damals, weiß ich nicht. Hm. Auf jeden Fall. Und ich war fast 20. Ich war 20, als ich sie wieder getroffen habe. Ja? Also diese ganzen Jahre habe ich mich doch vollkommen verändert. Haben Sie denn Ihren Vater wiedererkannt, Ihre Mutter? Ja, mein Vater, ja. Mein Vater hat mich an der Stimme, ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat. Ja. Gesehen hat er Sie nicht, weil er blind war? Nicht, ja. Wie ging es dann mit Ihren Eltern weiter? Sind die in Deutschland geblieben? Ja. Sind die ausgewandert? Ja. Mein Vater war noch nach den Erlebnissen treu deutsch. Mhm. Das war das gegen meinen Strich. Mhm.
Also man muss dazu sagen, Sie haben dann beschlossen, auch zusammen mit Ihrer Frau, die Sie dann kurz nach dem Krieg kennengelernt haben, in die USA zu gehen. Ja. Die Eltern sind erstmal in Deutschland geblieben. Auf jeden Fall, Ihr Vater ist Anfang der 50er Jahre verstorben und später kam Ihre Mutter dann zu Ihnen in die USA und hat dann die letzten Jahre ihres Lebens bei Ihnen verbracht. Ja, sie ist 74 rübergekommen und ich glaube 81 ist sie gestorben. Ja. Parkinson Disease, ich weiß nicht, wie das Parkinson heißt. Parkinson. Parkinson, ja. Konnte Ihre Mutter, konnten auch Sie, Ihre Frau, irgendwann Ihren Frieden machen mit dem, was passiert ist? Mit meinem Vater habe ich, natürlich war ich wütend auf seine Ansicht. In Deutschland zu bleiben. Deutschland über alles. Ja. Nein, immer. Ich habe ihn immer gefragt, weißt du denn nicht, wo du warst? Ja. Er hat das, glaube ich, nicht so mitbekommen. Ja. Weil meine Mutter hat ihn immer gestützt. Ja. In Deggendorf waren wir ja in einem Displaced Person Camp. Mhm. Da war es ganz gut. Außerdem, ich war dort sogenannter Chauffeur. Ich habe Proviant gefahren von amerikanischen Depots. Da hatten Sie mit wieder amerikanischen Glück. Wagen. Da hatten Sie wieder Glück. Na sicher. Ja. Man hat einen Autofahrer gesucht. Aha. Zum ersten Mal habe ich einen Jeep gefahren. Ja. Aber dann, ja, gut. Habe ich den großen Laster gefahren mit Anhänger durch ganz Bayern. Sie sind mit Ihrer Frau dann erst nach Florida gegangen, haben ein Geschäft. Erst New York. Erst New York. Man kommt dann, ja an dort. Oh, klar. Und dann nach Florida und haben dort ein Autogeschäft aufgemacht. Ja. Und das war dann also ihre berufliche. Es war dann ihre berufliche Existenz über viele, viele Jahre. Das habe ich aufgemacht 1959 und wir sind 47 nach Miami und habe dann für Chevrolet gearbeitet für über 10 Jahre. Ja, und dann das eigene Geschäft. Und dann, ja, mein Chef hat mir geholfen, mein Geschäft aufzubauen. Aha. Das war ein Engel. Okay. Ich habe gedacht, ich habe ihm gesagt, hör zu, in 2 oder 3 Wochen höre ich auf, hier zu arbeiten. Sagt er, wo machst du dein Geschäft auf? Habe ich ihm gesagt, wo? Also, und wenn du was brauchst an Ersatzteilen, nur anrufen, wir schicken dir das rüber und bezahlen mir, wenn du kannst. Sie haben dann beruflich durchaus erfolgreich in den USA gearbeitet, sind in den USA geblieben. Ja. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo Sie sich überlegt haben, vielleicht doch wieder nach Deutschland zu ziehen, als Ihre Frau beispielsweise, ich glaube im Jahr 2005 verstorben ist? Ja. Haben Sie überlegt, da wieder nach Deutschland zu gehen? Ich habe meine Kinder in Amerika. Ja. So ist das nicht so einfach. Allerdings haben alle die deutsche Staatsangehörigkeit. Und Sie außer haben, der amerikanische. Wie Sie selbst auch, Sie haben die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft, kommen alle 2 Jahre nach Deutschland, verfolgen natürlich auch, was in Deutschland passiert. Wenn Sie sich angucken, beispielsweise dieser Gott sei Dank missglückte Anschlag auf die Synagoge in Halle. Denken Sie, Juden in Deutschland müssen wieder Angst haben? Genauso wenig oder genauso viel wie in Amerika. Ich bin attackiert worden, wie nennt man das, angegriffen worden. Ja. In Los Angeles von an und für sich Nachbarn, die an der Ecke gewohnt haben. Aha. Die haben mich angegriffen, ich war auf der Erde. Und meiner Frau haben sie einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet. Warum? Weil wir Juden sind. Ich meine, voriges Jahr in Maryland sind doch die Ku Klux Klan und alle mit Fackeln rumgelaufen und dem Armband und haben geschrien, die Juden wollen unser Land. Mhm. Und da sagt er, es gibt Gute und Schlechte. Das hat uns sehr mitgenommen. Das war die Trump-Äußerung von damals. Wenn ich nochmal auf Deutschland kommen darf, macht Ihnen Sorge, dass die AfD in Deutschland so erfolgreich geworden ist? An und für sich habe ich die Politik in Deutschland nicht so verfolgt. Meine Zukunft ist ja nicht mehr lange. Ja. Ich sage immer,
Ich lebe den American Dream. Ja. Sie sind jetzt 94 Jahre alt. Ich wünsche Ihnen noch viele schöne und vor allem gesunde Jahre. Und vielleicht ist ja auch die Zahl 100 ein magisches Datum. Nicht so? Nicht? Naja, solange man mir nicht das Ticket schickt, ist es okay. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen alles Gute. Danke.